Nachdem Dennis vergessen hat aufzunehmen. Ja, du kriegst du auch gleich 50 Euro. Kriegst du auch gleich 50 Euro. Doch, also, mehr? Ja, okay. Nicht nur 20, sondern 50. Gut, dann können wir auch länger machen. Ja, dann sag aber auch wirklich was Gutes jetzt. Ja, okay. Also auch was Positives. Warum würdest du mich wählen, obwohl du mich nicht wählen kannst? Ich kann mich überhaupt gar nicht wählen. Ja, das ist schon doof. Dann stelle ich dir lieber eine andere Frage, die ich jedem stelle, der für ein Forschungsamt kandidiert. Bist du datenschutzgeschult aktuell? So ja, natürlich. Gut, sehr brav. Machst du das regelmäßig? Ja, also der Dennis will nochmal kandidieren. Ich finde das super. Dennis ist super. Ich war mit dem schon in einem Bett gelegen. Wir waren zusammen im LAFO auch. Ich kann nur sagen, ihr macht da keinen Fehler. Aber der Datenschutzbeauftragte bei uns, ist der Artgerechte, der hat gesagt, ist alles in Ordnung. Das ist das Wichtigste, das wollte ich hören. Wunderbar. Ich hoffe auch, dass das dann wirklich alles in Ordnung ist. Ich gehe davon aus. Also ich halte den Artgerechten, den 10er gibst du mir, den halte ich für sehr integer. Und das ist schon eine gute Sache. Das ist super prima. Aber du bist ja auch in der IT. Ich komme ja auch aus der IT, aber du kommst ja ein bisschen höher aus der IT als ich. Was heißt höher aus der IT? Ja, was machst du? Also ich bin ja gelernt, wie man so schön sagt. Ne? Gelernt habe ich ja Fachinformatiker Systemintegration. Dann irgendwann nochmal studiert, technische Informatik, bin jetzt aber eigentlich nur Projektleiter. Oh, das ist doch nicht schlecht. Was hast du bei den Piraten zum Thema IT gemacht? Oh, was habe ich bei den Piraten zum Thema IT gemacht? Ich höre da irgendwas vom netzpolitischen Programm bei dir. Ja, also wir haben zur Netzpolitik was geschrieben. Jo. Aber gar nicht so konkret hier, folgende Bandbreite wollen wir haben oder folgende Übertragungssachen und so weiter, sondern die Sachen ein bisschen mehr auf die Metaebene gezogen. Mhm. Zum Beispiel, hey, die Digitalisierung nimmt uns in Anführungszeichen die Arbeitsplätze weg. Oh, guck, da kommt ich eine Nachricht. Ich bin gar nicht mehr im Bild. So. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich bin ja viel wichtiger. Und, oder wir müssen den Namen weiter wegmachen. Aber hört man uns dann überhaupt noch? Ja, so, wir brüllen halt einfach. Ja, also. Es geht um die Zukunft der Digitalisierung, so, genau, die Veränderung der Arbeitsmärkte. Der Arbeitsmarkt. Und dazu kam tatsächlich das Programm der digitalen Dividende, beziehungsweise der Automatisierungsdividende. Mhm. Das kam von Felix Würstmann, der drin sitzt, und mir. Die Idee, der Antrag dazu und dann auch auf Bundesebene. Okay. Das ist ja auch Netzpolitik. Also was sind die Plattformen? Ja. Also ganz ketzerisch gefragt. Wenn du Facebook überall zur Authentifizierung nutzen kannst, dann ist das ja quasi dein Personalausweis. Warum könnte der Staat das denn nicht nutzen? Das ist spannend. Ich mache dir einen ganz anderen Vorschlag, egal ob du weltwirst oder nicht. Du kommst schon bei der AG die Digitalisierung rein. Wir bauen uns gerade wieder auf und hältst mal einen Vortrag. Und wenn es scheiße ist, klopft man sich halt ein bisschen platt. Aber wenn es gut ist, umso besser. Das können wir machen. Gut. Auf jeden Fall. Also ich bin hab dich zwangseingeladen, ihr habt gehört, er muss kommen. Ha. Sehr gut. Muss ich jetzt noch irgendwas machen, dich küssen oder? Nee, das nicht. Also das wäre vielleicht auch ein bisschen zu. Also jetzt haben wir ja gerade die Sexismusdebatte hier mit dem Weinstein und so weiter. Me too, ja. Me too. Das wäre nicht ganz gut. Ja, was du ändern willst. Du wolltest ja politisch irgendwie. Ach so, auch das, ja. Was sollst du machen? Irgendwie intransparent, genau, undemokratisch, Klüngel und Filz. War die Agenda. Genau. Also das, was wir vorher auch immer schon gemacht haben. Das, was wir vorher immer auch hatten. Mhm. Wir müssen ja das Erfolgreiche müssen wir ausbauen. Ja. Zu unseren alten Stärken zurückfinden. Habt ihr die Yacht noch? Nee, da haben wir jetzt einen Hubschrauber von gekauft. Okay. Also den Hubschrauber, den haben wir jetzt. Gut, ja, wenn du mir den mal leihst. Ja, du bist jetzt Basis. Ja. Also du bist jetzt aus dem Vorstand ausgeschieden und damit du darfst noch... Ja, dann drückst du halt ein Auge zu, kriegst deine Kollegen schon. Ja, das stimmt. Also du warst ja mal im LAFO. Ja, also was hast du sonst noch so an politischen Sachen drauf? Ja, diesen Skandal haben wir jetzt ganz groß und dann müssen wir, gerade wir Piraten, was dagegen machen. Schaffen alle Dieselautos in der Piratenpartei ab. Rückwirkendes Fahrverbot zum 1.1.2016. Okay, ist gut. Finde ich auch gut. Einziehung aller Dieselmengen. Inklusive Führerschein. Und ist alles unverantwortlich und wir werden dann auch den Menschen mal auf den Mund schauen. Ja? Also wir Piraten müssen endlich mal zuhören. Oh, Vorsicht. Nicht jedem auf den Mund schauen. Nicht jedem auf den Mund schauen. Kommt auf den Mund an, meinst du? Achso, okay, ja, stimmt. Mancher ist eben ein bisschen sauberer als der andere, ne? Ja, du kennst das ja, Zähne putzen und so, ne? Wenn man das nicht macht, wird es Frauen, also nicht mal aufpassen. Hast recht. Ja, mit dem einzigen und letzten verbliebenen Hipster in der Piratenpartei NRW. Ich bin Hipster. Weiß ich nicht, du hast so eine Brille an und einen Bart hast du jetzt auch schon wachsen lassen im Monat. Ja, das... Der Basti sagt immer, ich muss mich mit dem Handtuch rasieren, einmal drüber rubbeln. Den Spruch hat er von mir. Ja, sag mal, warum bin ich eigentlich ein cooler Typ? Ja, also warum du ein cooler Typ bist oder ob du einer bist? Ja, vielleicht beides. Ich beantworte erstmal, ob du einer bist, weil du kannst ja schlecht vorweggreifen, dass du ein cooler Typ bist. Das wäre ziemlich arrogant. Stimmt. Dennis ist unter anderem ein cooler Typ, weil er nicht arrogant ist. Willst du sagen, warum ich ein cooler Typ bin?
Das ist die Kamera. Muss ich das? Nee, musst du nicht. Also Paki, der wollte 50 Euro haben. Die kriegt er auch später. Also, aber da kann ich, ich will nicht jeden bezahlen, sonst wäre ich sehr schnell arm. Und ich glaube, deine Kosten sind auch höher als die von Paki. Ja, ja, weil Paki nehme ich den NRW. Weil Paki, der ist ja... nicht wahr? Aber was qualifiziert mich denn als Einsfrau? Mal fragen wir uns mal so ein bisschen konkreter, bei, bei die Fische. Bei dir zählt das Menschliche. Okay. Danke. Das klingt aber... Nein, ich glaube, du bist ein guter 1V, weil ich der Meinung bin, dass du eine Vorstellung davon hast, wo diese Partei mal hin soll, was diese Partei sein kann, weil du dich nicht darauf berufst, okay, wir machen seit 10 Jahren Bürgerrechte und Datenschutz im Internet irgendwo, sondern du offen dafür bist, zu sagen, okay, wo kann es hingehen mit dieser Gesellschaft, diesem Staat und wie kann eine Piratenpartei da eine aktive Rolle zur Gestaltung ergreifen? Das halt auf Landesebene, obwohl man da manchmal gar nicht so der Meinung ist, dass man viel verändern kann, aber auch auf Bundesebene. Und dazu kommen halt noch viele andere Dinge, wo du einfach sagst, wenn mal irgendwo was brennt, das mache ich jetzt halt, auch wenn das zeitlich nicht immer so einfach ist. Also ich war dafür. Also im Stimmverhältnis, dann bist du im Stimmverhältnis, ich habe dafür gekämpft, dass das Budget für dich auf Landesebene auf jeden Fall freigemacht wird. Dann hast du mal natürlich meine volle Unterstützung. Ja, guck, dann ist jeder ist käuflich, auch ein Pressesprecher. Nein. Also, jetzt übertreibst du. Na ja, gut. Ich überlege mir das, ob ich dich unterstütze. Jeder ist anwerbbar. Ja, da können wir uns drauf einigen. Okay, so, also, okay. Also du machst ja auch einen guten Job. Also... Das freut mich. Ja, wir haben ja schon mal in den Niederlanden war es, glaube ich, in Den Haag, eine Nacht quasi... Zusammen verbracht. Ja. Und eine Zugfahrt zurück auch. Auch eine Zugfahrt zurück im halben Delirium, ja, weil wir diese absolut. Nacht irgendwie durchgemacht haben. Und wir sind in Gassen gegangen, wo die ukrainischen Organhändler schon waren. Also wir sind wirklich in den Untergrund gegangen. Das erkennst du dich auch aus. Du bist ja Journalist, du kennst ja alles, du kennst ja die Untergründe. Untergrund kenne ich sehr gut. Untergrund, mit der Hand vor dem Mund telefonieren kannst du und solche Sachen. Immer bereit, wenn wir in Berlin es nicht schaffen, unsere Versammlungsleitung auf Kante zu kriegen, kann man sich auf dich immer verlassen. Also, ich sag mal, was ich wirklich gut finde, wir haben uns ja so näher kennengelernt, so im Vorfeld auch der AGH-Wahlen in Berlin, so über persönliche Kontakte, als ich quasi ja auch dann wieder in Berlin mehr aktiv war, praktisch im Vorstand. Ich war ja zwischen 2012 und 2014 nicht so sehr aktiv. Und da war ich schon beeindruckt, wie du ja trotz deiner Duties, die du immer hast und auch der ganzen Aufgaben bereit bist, da einzuspringen für einen Landesverband, um eben auch, sag ich mal, für die gute Sache an sich zu kämpfen. Und das ist das, was wir brauchen. Ich denke, so Leute brauchen wir. Okay, vielen Dank, Paki. Wie gesagt, 50 gibt's gleich. Und schau mal, ne? Okay. Das ist, wie war deine... Also, wir wissen, wie wir heißen. Es ist ein guter. Wundervoll, gebt ihm eine Chance. Danke. Ja, danke, Anja. Und dann machen wir jetzt hier die Verabschiedung. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank, Pascal. Ja, über das Geld müssen wir nochmal sprechen. Alles in Ordnung. Ja, wenn du den Landesverband Berlin als Versammlungsleiter leiten kannst, dann kannst du alles leiten, so nach dem Motto. Ich musste selber feststellen, LV Berlin ist gar nicht so schlimm, sondern LV Niedersachsen ist viel schlimmer. Hat sich geändert. Also programmatisch haben wir sehr viel zusammen gemacht. Das stimmt. Auch muss ich sagen, dass die Diskussion mit dir mich gedanklich häufig weiterbringen. Also du bist doch schon so in meinem Beirat. Das kann ich nur zurückgeben. Das ist immer sehr erhellend, mal mit dir über die Themen zu reden und mal einen anderen Blickwinkel zu haben.